So, und da sind wir auch schon wieder zu Let's Play They Are Billions. Es ist zwar erst wirklich ein Tag her, also nicht mal ein Tag, es ist gerade mal ein. Eigentlich ist es gerade mal ein paar Stunden her, wenn ich ehrlich bin. Der letzten Aufnahme, aber ich muss gestehen, ich bin ziemlich raus. Ja, wir sind natürlich wieder super vorbereitet. Ach ja, die konnte ich ja nicht wegziehen. Ich muss mal gucken. Wir haben auch wenig Zeit. Also gehe ich weiter. Ich muss mich echt entscheiden, was ich tue. Gehe ich weiter vor oder versuche ich hier hinten noch zu schützen? Ich glaube, ich sollte wirklich mehr schützen hier. Ich guck mal, von wo sie kommen. Kann ich hier eigentlich. Ach, den Schockturm habe ich noch nicht mal erforscht. Das ist schön, denn für meine letzte Verteidigung will ich den eigentlich haben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ich weiß jetzt, es könnte sein, dass die hier kommen. Dann wäre ich aber echt ziemlich am Arsch. Ich muss echt mal gucken. Ich kann es euch echt nicht sagen, von wo die jetzt kommen werden. Ich kann euch nur sagen, dass ich nicht vorbereitet bin. So, ja, mein Gott. Sie gehen wirklich schnurstracks hier rüber. Aber ich glaube, sie bewegen sich nach rechts. Ja. Ich mache trotzdem noch ein bisschen mehr Verteidigung. Okay. Sie gehen nach rechts. Kommen sie auch schon. Sie kommen an beiden Stellen. Die Frage ist, ob ich das hier halten kann an der Stelle. Ich muss sagen, ich hasse es sehr, wenn die sich aufteilen.
Aber ich liebe die Thanatos. Ah, ich glaube, das läuft ganz gut. Da kommen nicht schon die Klopse. Okay, einen Wall haben sie durch. Hab hier. Das hält. Das hier hält auch. Läuft doch. Und es läuft langsam die Zeit davon. Yay. Ich bin so glücklich. Wollte ich nicht eigentlich noch Häuser bauen? Fällt mir so auf. Weil mein Goldeinkommen war doch zu niedrig. Und ich wollte Farmen bauen, hier hinten. Es sind Farmen in meinem Bett. Viele, viele Farmen. Ich glaube, das hier hinten läuft ganz gut. Ich liebe Thanatos und Vollstrecker. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube nicht. Ich muss mich dann auch noch entscheiden, wo ich meine Scharfschützen zum Schluss hinstellen möchte. Ja, ich weiß, meine Katze möchte überhaupt nicht, dass ich die irgendwie nutze. Halt die Fresse! Jammerkatze. Immer nur Gejammer. Niemand mag jammernde Menschen. Wer immer jammert... Was? Ach ja, Mensch. Wer immer jammert, verspielt seine... verspielt sein Recht zu jammern für dich. Na, wenn du immer jammerst, hört dir irgendwann keiner mehr zu. Macht doch Sinn, oder? Das ist wie wenn du immer sagst, es ist dringend, mach das, auch wenn es das gar nicht ist. Weil dann sagen sich irgendwann die Leute, pff, ist doch eh nicht dringend, auch wenn es mal wirklich dringend ist. Okay, das hier muss ich hier zumachen auf jeden Fall. Ich habe aber beschlossen. Das machen wir hier hinter dem zu. Sollte ein Vollstrecker werden, weil ich glaube, da werden sie dann auch angreifen. Stadt? Nee. Yeah, Störwelle gleich mit ausschalten. Lockt auf jeden Fall Harpin aus dem Versteck. So, dann schauen wir mal, dass wir hier noch mehr Häuser hergebaut kriegen. Wenn die Nahrung stimmt. Irgendwann. Yes, give me something to shoot.
Kann ich das trotzdem hinbauen? Sieht gut aus. Und dann noch Möglichkeit, noch ein paar von denen. 19. Ja, besser wird's nicht. Kriege ich so ein Ding auch? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Nichts, was sich lohnt. Was? Was? Wie zur Hölle sind die durchgekommen? Das ist natürlich jetzt echt scheiße. Das schaffen wir trotzdem. Das ist natürlich jetzt super gelaufen. So muss das in dem Spiel immer gehen. Das ist, wenn die Verteidigung noch nicht richtig steht. Okay. Das bauen wir dann gleich wieder auf. Lethal Weapon. Ich habe mich gefragt, ob Harpien kommen. Und sie kamen. Wir haben plus 37 Holz. Ich würde fast sagen, wir bauen uns nochmal ein Kraftwerk. So, wie hat man es denn? Maximal ausgenutzt, glaube ich. Ich kann von Glück sagen, wenn wir wieder die 1200 Kolonisten erreichen. Auf der Karte tue ich mich aber echt schwer, muss ich sagen. Mein Glück werden die gebremst von den anderen. Okay, mehr Harpien wir loswerden, umso besser. Oh, 50 Gold. Das bringt mir aber gar nichts. Ach komm, wenn sie durchkommen, kommen sie durch. Okay. Mach die Klopse weg. Wichtiger sind aber die Harpien. Und die Spucker. Die Karte ist sehr schlecht geräumt, muss ich sagen. Und wir haben weniger Leute als sonst. Das könnte wirklich schief gehen. Und wir haben
tatsächlich auch weniger Einheiten als das im letzten Mal. Allerdings haben wir auch den Vorteil, mehr oder weniger Vorteil, die Feinde teilen sich ein bisschen mehr auf die Angriffe. Könnte ein Vorteil sein. Das heißt, die kommen nicht so gebündelt an einer Stelle. Vielleicht bringt mir das einen Vorteil. Muss ich gucken. Ah, ich habe ja noch ein paar Thanatos übrig. Ich glaube, die packen das. Gott, wir haben kaum Einkommen nur noch. Ich finde, die sollten mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, weil mal die ganzen Harpien weg. Mal so gucken, wo sie genau kommen. Oh. Die könnten direkt auf uns einstürmen. Muss gucken, wo die hinrennen. Also Weltwunder weiß ich, werden wir nicht kriegen. Der Blitzsturm wäre eigentlich schön gewesen, aber ich glaube, die rennen direkt vorbei. Direkt hier drauf. Achso, angehalten. Da habe ich mich aber geirrt. Ist ja genauso schnell wie wir. Schön. Und ich habe hier einen kleinen Konstruktionsfehler drin, sehe ich gerade. Ja, hinter der Balliste ist bestimmt ganz... vor der Balliste ist genug Platz, um Mauern zu bauen. Und darf ich da nicht? Scheiße. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Es ist scheiße, dass sie schneller sind als ich. Ich muss irgendwie an Geld kommen. Eisen haben wir eh zu viel. Ich habe wirklich ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, jetzt stehen die sich wieder gegenseitig im Weg. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Och Mann. Blöde Pisser. Okay, renn mal hier hinter. Ja, mein Gott, das konnte ich jetzt eh nicht verhindern. Das ist echt ärgerlich. Speicher!
War klar, dass ich einen verliere wenigstens. Okay. Wir sind echt am Arsch hier. Oh, ich habe hier noch eine Verteidigungslinie. Wie schön. So, damit der Strom da nicht geklaut wird. Hinten brechen sie auf jeden Fall durch gleich. Wir können das noch vielleicht schaffen. Aber ich glaube es fast nicht. Oh, wir sehen auch noch Thanatos. Aber ich... Ich glaube, das wird schlecht ausgehen. Oh nein. Einfach nur, damit sie was zu knabbern haben. Ja, das war's. Hey, hier ist noch Strom. Wenn sie das haben. Hä, was? Hä? Wartet mal. Wie konnte... Das war's. Ach, das ist scheiße. Ach, nicht genug Energie, natürlich. Unsere Kraftwerke sind natürlich alle weg. Nee, die haben uns. Eindeutig. Wenn die jetzt noch hier vorne gebunden werden, würde ich es schaffen. Wie sind die rübergekommen? Ich hatte doch hier was Truppen stehen. Das habe ich nicht gesehen, ich schwöre es aber. Ja, jetzt habe ich die Kettenreaktion drin. Die Aufnahme mache ich trotzdem noch zu Ende. Oh, das ist wirklich blöd gelaufen einfach. So schlecht war die Runde gar nicht. Oh, das ging aber schnell. Oh, 19.000 ist getötet. Ah, wir hatten auch die Karte recht schlecht geräumt, muss ich sagen.